Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 16. Achso, jetzt habe ich schon gedacht, da ist ein Gegner, aber nein. Wir sollen jetzt zurückgehen. Und zwar zur Eloise. Und sollen ihr berichten. Der andere sucht währenddessen Götz seinen Händlerpass. Hier gibt's keine Kristalle. Der sieht zu traurig aus. Wir müssen weiter. Das Kristall. Papa, ich bin hungrig. Ich habe gerade so viel Geld, ich könnte ihnen voll was abgeben. Aber 10 Millionen ist ganz schön krass, ey. Die hat schon sehr krasse Preise, muss man schon sagen. Beeil dich! Ich muss schleunigst zum Dominium auf. Verdammte rote Karawane, schnell. Ah, Clive. Wie läuft die Suche? Mein Bruder ist euch doch hoffentlich kein Klotz am Bein. Ganz im Gegenteil. Also steckten die Findlinge hinter der ganzen Sache. Theo hat sie schon des Öfteren erwähnt. Und jetzt haben wir gleich drei Probleme auf einmal gelöst. Das Problem mit den Taschendieben, das mit ihren Auftraggebern und auch das mit den gestohlenen Pässen. Ich hoffe doch, eurer findet sich auch bei den Diebesgütern. Aber im Moment bleibt uns nur zu warten. Auf Theo. Ah, da ist er ja. Endlich zurück, geliebter Bruder. Auch schön, dich zu sehen, Eloise. Hier, Clive. Götz Pass. Sorg dafür, dass er in Zukunft besser aufpasst, ja? Mach ich. Danke. Das wird interessant. Ich habe unseren Jungs gesagt, sie sollen die Beute holen gehen. Kann ich beim Durchsehen auf deine Hilfe zählen? Natürlich. Ich schaffe etwas Platz im Lager. Ich nehme doch an, ihr zieht jetzt bald weiter. Aber hoffentlich nicht, bevor du dich uns richtig vorgestellt hast. Nicht wahr, Sid? Warum so überrascht? Wir sind auf derselben Seite. Ich verstehe nicht recht. Wie ihr ja nun selbst gesehen habt, helfen wir von der roten Karawane den Menschen, wo immer wir nur können. Gegen eine kleine Gebühr transportieren wir jede Art Fracht. Egal ob Waren zum Markt oder Träger weg davon. Ich war der Erste, dem meine Schwester geholfen hat. Ohne sie wäre ich als Junge gebrandmarkt worden. Du bist ein Träger. Zufälligerweise versuchen wir gerade, uns zu vergrößern. Und wer wäre ein besserer Partner als der Experte auf dem Gebiet? Findest du nicht, Theo? Doch, doch. Anscheinend verfolgen wir auch in dieser Sache dasselbe Ziel. Also lass uns doch zusammenarbeiten. Wie wär's? Es wäre uns eine Freude. Ihr ehrt uns. Und ihr uns. Hier, Clive. Das ist für dich. Siegel erhalten. Du hast den roten Kompass von... Was ist das? Theo halten. Elle hat Freunde in hohen Kreisen. Ich habe Kameraden in... niederen. Das Siegel kennzeichnet dich als unser beider Freund. Siegel zusammengefügt. Ui. Ich werde es mit Stolz tragen. Gut, dann bleibt uns jetzt nur noch, euch eine gute Reise zu wünschen. Ihr solltet jetzt bei der Karawane mitreisen können. Aber falls es Probleme gibt, stellen wir euch gern eine unserer eigenen Kutschen zur Verfügung. Zum Freundschaftspreis natürlich. Für 9 Millionen? Wir fragen die Karawane. Wie soll ein Träger, ein niederer Träger, 9 oder 10 Millionen Gil auftreiben? Wir doktern hier schon die ganze Zeit rum und wir haben gerade mal 70.000. Wenn wir nichts gekauft hätten, hätten wir vielleicht 500.000 maximal. Also, die ist ganz schön teuer. Also gut, geben wir Götz den Pass. Und dann auf ins Dominium. Also, ich könnte mir ihre Fahrt nicht leisten. Kann ich dir mit etwas helfen? Über dich selbst, bitte. Die rote Karawane lebt von ihrem guten Ruf. Ich bin stolz, mich die Besitzerin nennen zu dürfen. Wir sind als die beste Anlaufstelle für Transporte jeder Art in Boklad bekannt.
Sicher sind wir nicht die günstigsten, aber unsere Kunden schätzen uns aus zwei Gründen. Wir sind verlässlich und wir stellen keine Fragen. Unsere Wagen stehen jederzeit für Lieferungen bereit, die eine gewisse Diskretion erfordern. Ob es sich dabei um Ware oder Passagiere handelt, spielt für uns keine Rolle. Dieses Geschäft ist nicht ganz ungefährlich. Doch das Risiko nehmen wir gerne in Kauf. Je mehr Umsatz wir machen, desto mehr Träger können wir retten. Ah, also die nehmen 10 Millionen pro Wagen, wenn sie reinfahren, aber die Träger rauswärts nehmen sie kostenlos mit. Wenn wir keine Verbündeten wären, dann würden wir vielleicht sogar den berüchtigten, geächteten Sith-Konkurrenz machen. Über den Markt von Boklad. Boklad ist die letzte dalmekische Ortschaft vor der Grenze. Darum machen viele Händler auf dem Weg ins Kristalldominium hier Halt, um noch ein paar Einkäufe zu erledigen. Die Verkäufer auf dem Markt beladen die Wagen der Reisenden natürlich nur zu gern mit haufenweise lokalen Spezialitäten und erleichtern sie dabei um möglichst viel Geld. Und wenn ein Kunde keinen eigenen Wagen hat, dann kommen wir ins Spiel, um die Waren für ihn zu transportieren. Wobei sich die Zeiten geändert haben. Die meisten Menschen auf der Durchreise erhoffen sich mittlerweile im Dominium eher eine sichere Zuflucht als profitable Geschäfte. Wer könnte es ihnen verübeln? Manche Dinge sind wichtiger als Geld. Über die Kinder. Machst du dir Sorgen um Honsa und die anderen? Das brauchst du nicht. Bei uns sind sie gut aufgehoben. Aber es werden sicher noch mehr Kinder ohne Familien hier auftauchen, die keinen anderen Ausweg sehen, als sich mit Diebstählen durchzuschlagen. Erst recht, wenn solche widerlichen Banden wie die Findlinge ihre Lage ausnutzen und sie einschüchtern. Es liegt uns an uns, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht mehr passiert. Wir verlassen dich jetzt. Pass auf dich auf, Sid. Na, Clive? Über Theodor. Oh, er will nicht reden. Wenn meine Schwerter das freundliche Gesicht der roten Karawane ist, dann bin ich die furchterregende Fratze. Zumindest, wenn es sein muss. Sie zieht die Kunden an Land und ich sorge dafür, dass niemand sich traut, ihnen etwas anzutun. Das ist mir ganz recht so. Eins hat sich seit unserer Kindheit nämlich nicht geändert. Eloise hat ein Händchen fürs Geschäft und ich habe zwei starke Fäuste. Und bei den ganzen Banditen und Bestien, die sich hier in der Gegend rumtreiben, werden diese Fäuste ständig immerhin gebraucht. Hält mich das auf Trab. Ich darf nicht nachlassen. Schließlich stehen der gute Ruf der roten Karawane auf dem Spiel. Über den Grenzposten von Boklad. In letzter Zeit sind die Hälfte der Wagen, die durch Boklad kommen, voll mit Menschen, die ins Dominium flüchten. Und die Hälfte von denen wiederum kommen nicht weiter als zu den verschlossenen Toren. Dort vermischen sich ihre verzweifelten Schreie dann mit denen der anderen Menschen, die schon dort sind. Sie alle hoffen, dass man ihnen in die Chasia neue Kristalle gibt. Ohne Magie fühlen sie sich hilflos und dem Schicksal ausgeliefert. Diese Narren. Wenn sie wüssten, wie es ist, als Träger in diese Welt geboren zu werden und die Bürde der Magie tragen zu müssen. Ganz kurz. Über die Findlinge. Feige Kriminelle. Die verzweifelte Männchen dazu gezwungen haben, für sie die Drecksarbeit zu machen. Erwischt wurden immer nur die armen Schlucker, die sie benutzt haben. Kein Wunder, dass ich ihnen so lange nicht auf die Schliche gekommen bin. Ohne Jill und dich hätte ich sie vielleicht heute noch nicht gefunden, geschweige denn zur Strecke gebracht. Ich bin euch was schuldig. Ich würde euch ja was von der Beute der Mistkerle abgeben, aber ich will versuchen, das Diebesgut den Bestohlenen zurückzugeben. Okay. Also, bis dann. Bis dann. Was haben wir hier? Lass mich dein Zeug tragen. Ich bin Verzeihung. Nur ganz kurz. Okay, drei Stück. Habt ihr möglicherweise erfahren? Ein vielbenutztes Schwert, ein gestählter Körper. Ich erwäge Begleitung anzuheuern und ihr scheint mir die Ausgabe wert zu sein. Stehen die Dienste eurer starken Arme unter Umständen zur Verfügung? Wobei wären sie denn behilflich? Nun, ich bin geradezu besessen von semekischer Geschichte und wünsche, die Ruinen in der Nähe zu erkunden. Und für den Fall, dass ich Wegelagerern oder den hier beheimateten Bestien begegnen sollte, benötige ich einen gestandenen Begleiter. Falls ihr akzeptiert, erhaltet ihr nicht nur einen Lohn materieller Natur, sondern profitiert auch von dem wahren Schatz, der dort wartet, der reichen, wechselvollen Geschichte von Semekis. Und? Hattet ihr je ein grandioseres Angebot?
Wir sind dabei. Ich bin dabei. Fantastisch! Dann kommt, wir brechen auf. Und wohin gehen wir? Wir folgen dem alten Semekis-Pfad und dann weiter ins Abenteuer. Habt Eil, so vieles will entdeckt werden. Warte. Viel Glück mit den Wegelagerern. Muss ich dem jetzt hinterherrennen? Ich sorge wohl besser dafür, dass ihm nichts passiert. Wir machen gleich, glaube ich, doch erstmal fertig. Wird jetzt wahrscheinlich eine Hin- und Herrennerei, aber nicht, dass der uns irgendwie abkratzt. Papa, ich bin hungrig. Ja, fängt ja gut an. Ganz wie ich erwartet habe. Los, rückt eure Gill raus, wenn euch was am Leben liegt. Nichts da. Der Herr steht unter meinem Schutz. Lebt er noch? Lebt er noch? Das war jetzt aber Teamwork. Und ein Gehkäfer. Nicht verletzt? Ganz und gar nicht, mein Bester. Dank eures zeitigen Eingreifens. Doch viel wichtiger. Wir sind am Ziel. Kommt, richtet euer Augenmerk auf das Wunder vor uns. Ruinen, faszinierende Überreste der Gefallenen. Ein so alltäglicher Anblick, dass der Mensch sie oftmals kaum bemerkt. Imposante Gefährte, gestürzt vom Firmament. Wir nennen sie Luftschiffe, indes begreifen wir ihr wahres Wesen nicht im geringsten. Verratet mir doch bitte, ist euch an diesen Ruinen nicht eine gewisse Besonderheit aufgefallen? Während es uns kaum möglich ist, den Ruinen auch nur Kratzer beizubringen, wurde das vor euch liegende Konstrukt im Zuge der Entstehung der letzten Sünde präzise durchtrennt. Zweifellos ein aufregendes Rätsel und doch nur eines der Enigmen, die Semekis so zahlreich birgt. Kommt, mein Bester, die Expedition geht weiter und wir haben noch so viel zu lernen. Das ist echt interessant. Bin nicht aufgefallen. Eins muss man ihm lassen. Leidenschaft hat er. Ja. Bin nicht aufgefallen. Wo ist er denn? Steckt er schon in der nächsten Krise? Wir holen uns erstmal hier das hier. Irgendwie will ich nicht mit dem Chocobo rennen. Also, wo sind die ganzen Gegner hier? Dann hätte ich auch mit dem Chocobo laufen können. Schon. Also gut. Wer wird zuerst? Na, das war ja mal, nicht ganz so geil. Na. So, jetzt haben wir Männchen gehabt, Goblins, was kommt jetzt?
Na, bald haben wir Level ab. Mhm. Dieser Ausflug wird noch böse enden. Oh, das wäre ganz und gar inakzeptabel. Wo sich uns doch solche Herrlichkeit darbietet, seht die letzte Sünde in all ihrer Pracht. Moss berichtet uns von einer Schlacht, welche hier dereinst stattfand. Eine Schlacht von solcher Gewalt, dass sie einen kolossalen Krater in eben jenen Erdboden riss, auf dem sie tobte. Und die Götter zürnten den Menschen, denn sie griffen nach ihrem Heiligtum. Schrecklich ward ihre Rache, welche auf das Land hinabregnete. Die Wahrheit bleibt wohl im Dunkel der Zeit verborgen. Und doch kann ich die Hoffnung nicht aufgeben. Nun, das soll uns jedoch nicht verzagen. Es gibt noch mehr zu bestaunen. Mir nach, die Geschichte wartet. Hä? Wo ist er? Hä? Hä? Wie komme ich denn da hin? Ach ja, hier unten haben sie alles weggeräumt. Ah, vielleicht kommen wir jetzt den anderen wieder über den Weg und können sie jetzt, ja, ihrer gerechten Strafe zuführen. Lass mich doch mal zu dir hin, sollen das? Ich bin verletzt. Ja, ist er. Alles noch heil? Ja, ich glaube schon. Wieder einmal nur dank euch. Und wieder einmal bin ich von eurem Können beeindruckt. Diese kuriosen Geschöpfe, wir Fachmänner bezeichnen sie als Echos. Zwar führen die Chroniken des Moss wie auch die Legenden den Fall von Semekis auf die Götter zurück, deren Zorn über die Menschheit kam, doch die Hintergründe sind nebulös. Könnten jene Ruinen ein Hinweis sein? Exquisite Meisterwerke von vollendeter Schönheit. Stellte die Errichtung solcher Wunder in den Augen der Götter möglicherweise einen Übergriff auf ihren Hoheitsbereich dar? Allein, es ist alles graue Theorie. Eines Tages erfahre ich womöglich die Wahrheit. Bei so viel Leichtsinn ist das unwahrscheinlich. Ihr habt recht, natürlich. Und ihr habt mich nicht nur mehrmals dem sicheren Tode entrissen, sondern ertragt auch mein Geschwafel mit erstaunlichem Gleichmut. Das freut mich, aber sind wir nicht zum Erkunden der Ruinen gekommen? Ich muss gestehen, dass ich eventuell nicht ganz ehrlich war. Im Grunde verlangte es mich lediglich nach einem Zuhörer.
Wisst ihr, selbst die anderen Gelehrten auf dem Gebiet verlieren langsam die Geduld mit meinen Theorien. Deswegen kam mir der Gedanke, einen Begleiter anzuheuern. Der würde mir zuhören müssen. Darum ging es ja also. Ich fürchte, so ist es. Und nun, mein Bester, wird es höchste Zeit für uns zurückzukehren. Na gut. Bitte keine Alleingänge mehr. Ich hatte einen wunderbaren Tag. Hier, eure Belohnung für euren exzellenten Schutz und noch ein kleines Trinkgeld für eure Mühen. Vielen Dank, der Herr. Erschütterung. Mhm. So, bist du zufrieden? Wahrlich, am meisten Freude bereitet Wissen, welches man teilt. Nochmals vielen Dank. Gut, dann holen wir uns hier oben mal den Auftrag. Der war hier ja ein bisschen weiter weg. Ach, Götz? Nee. Wenn die Neuankömmlinge Geld in den Taschen hätten, wären wir reich. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass es alle erfahren. Wisst ihr, wo die ganzen Geld ausgeben? Unten, bei der anderen. 10 Millionen. Andrei. Sie werden es sicher gleich wissen wollen. Schlechte Kunde? Zur Abwechslung mal frohe. Es gibt etwas zu feiern. Nur ist die neue Bedienung noch nicht ganz eingelernt. Ich kann hier nicht weg, um die Leute zur Feier einzuladen. Was genau gibt es denn zu feiern, wenn ich fragen darf? Einen ganz besonderen Wein habe ich ergattert. Nichts Geringeres als einen 66er Gulton. Gultons Roter ist das einzig Gute, was das Kaiserreich je hervorgebracht hat. Für einen 66er würde so mancher sein Leben geben. So heißt es jedenfalls. Oh, dann kennst du den Jahrgang. Ich habe es mit einem Genießer zu tun, der mir vielleicht im Namen des guten Geschmacks unter die Arme greifen will. Wenn du die frohe Kunde an ein paar meiner Freunde weiterträgst, winkt auch eine kleine Entlohnung. Hm? Das sollte ich schaffen. Du sagst es ihnen also? Wunderbar. Ich danke dir. Du hast es nicht weit. Alle drei sollten gleich hier beim Markt sein. Das wären Oldek, der Lieferant, Milan, der Metzger und Bożek, der das nördliche Tor bewacht. Mhm. Drei der besten Burschen Boklats, wenn du mich fragst. Sag ihnen, sie sollen zur Taverne kommen, wenn sie Feierabend haben. Komm wieder, wenn du ihnen Bescheid gegeben hast, dann kriegst du deine Belohnung. Das dauert nicht lange. Das machen wir doch direkt. Zum Feiern haben wir immer Zeit. Also wir dürfen nicht mitfeiern, aber die anderen Herren dürfen feiern. Niemals, jetzt ist hier mir aus den Augen. Ich brauche keine Tränen. Sonderpreise! Kommt und kommt! Eigentlich ist doch hier das Leben ganz cool, oder? Vor der Mauer. Bist du Milan, der Metzger? Der bin ich. Was kann ich für dich tun? Der Wirt hat etwas ganz Spezielles reinbekommen. Er würde dich gerne zu einem guten Wein einladen, wenn du hier fertig bist. Mhm. Er kennt mich zu gut. Der Schinken hier wird hervorragend zu einem guten Tropfen schmecken. Schinken und Wein im Überfluss. In Boklat kann man es sich wohl gut gehen lassen. Alle, die irgendwo hinwollen, müssen hier durch. Und mit den vielen Menschen, die über den Kristallpass reisen, kommen Waren aus ganz Valestea. Fleisch aus Sanbrek, Kräuter aus Rosaria. Manchmal sieht man hier sogar Kuriositäten aus den Landen Ashras. Mein alter Herr wusste genau, was er tat, als er sich hier niedergelassen hat. Danke für die gute Nachricht. Weißt du was? Vielleicht mache ich heute früher Schluss. Ich will meinen Freund ja nicht warten lassen.
Oh, das hört sich aber lecker an, auch wenn ich keinen Wein mag. Aber. Diese Qualität sucht ihr in Dichasia vergeblich. Ach ja. Das wird vom Winde verweht bald. Bevor wir ihn ansprechen werden, die gute Wache, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.